Der nächste Vortrag dreht sich darum, wie man denn von einem Datensatz zu einem Datenschatz kommt. Seine Kollegin Frau Kilian ist auch hier. Ich befördere sie auch mal. Sie müssten es dann einmal bestätigen und sie werden dann aus und wieder eingeloggt und dann müsste es eigentlich klappen. Genau, wie man nämlich von einem Datensatz zu einem Datenschatz kommt, das ist ja immer ganz interessant. Man will ja die Daten nicht nur sammeln. Und wie man dann den nächsten Schritt macht für eine cloudbasierte KI. So, die Frau Kilian ist jetzt auf der anderen Seite angekommen. Bei dem Herrn Böhler klappt das noch nicht. Probieren wir es nochmal. Hallo Frau Kilian, Sie müssten in der Lage sein, Kamera klappt, Mikrofon vielleicht auch gleich. Hören wir Ja, mal. ich höre Sie auf jeden Fall sehr gut. Na, Hören Sie das mich ist auch? perfekt, genau. Herr Böhler Super. ist auch hier, das ist schon mal schön. Ich pinne Sie weiter mal, damit die Leute Sie dann auch sehen können. Das ist ja das, was wichtig ist. So, Sie hören mich auch, nehme ich an. Perfekt. Sehr schön. Sie könnten auch schon Ihren Bildschirm teilen, damit wir dann mit der Präsentation beginnen können. Ich habe gehört, es kommt auch ein Hund drin vor. Das ist natürlich immer schön. Also. Ja, eine Sekunde. So, Sie sehen jetzt wahrscheinlich einen leeren Bildschirm. Genau. Optimal. Kommt die Präsentation. Perfekt. Okay, ja. Jetzt ist die Präsentation. Ja, da ist sie. Wunderbar. Dann würde ich sagen, steht nichts mehr im Wege und Sie können anfangen. Ja, alles klar, dann danke Frau Wiedmann für die Einladung und für die Vorstellung kurz. Wir möchten uns auch kurz vorstellen. Wir sind das Team der Wien Energie. Das sind die Frau Michaela Kilian, die Betriebsleiterin in einem unserer Kraftwerke ist, und ich, Lukas Böhler, bin Data Scientist und für Digitalisierungsthemen im Kraftwerksbereich zuständig. Und die Wien Energie ist einer der führenden Energieanbieter Österreichs. Wir haben in den nächsten Jahren Großes vor, wollen über 1 Milliarde € investieren in vor allem den Ausbau von Erneuerbaren. Wir haben über 2200 Mitarbeiter und setzen zum Beispiel 900.000 Tonnen Abfall pro Jahr um in unseren Anlagen. Wien Energie hat in den nächsten Jahren bis 2026 den Ausbau von vor, einiges in den Ausbau von Erneuerbaren zu investieren. Man kann hierzu erwähnen, dass bei uns jede Woche ein neues Solarkraftwerk ans Netz geht. Deswegen ist auch dieser Ausbaupfad, den wir hier haben mit 600 Megawatt Photovoltaikleistung bis 2030, realistisch. Das entspricht etwa 250.000 Haushalten, was etwa 1,5 Millionen Menschen sind. Wir haben auch vor, den Fernkälte-Ring um den ersten Bezirk zu schließen, als Ergänzung zum Fernwärmesystem, das ja bereits im Einsatz ist in Wien. Und das Ganze wollen wir klimafreundlich durch Geothermie unterstützen. Also das Fernwärmenetz wollen wir durch Geothermie unterstützen, um noch klimafreundlicher zu werden. Gut. Dann inhaltlich zum ersten Teil unseres Vortrages heute, der sich mit den Daten als dem verborgenen Schatz in einem Unternehmen beschäftigt. Und am Ende werden wir dann die Brücke schlagen zum zweiten Teil, zur teilautonomen KI in der Instandhaltung. In den gesammelten Daten von Prozessen und Anlagen schlummern, wie wir alle wissen, potenzielle Informationen über den Gesundheitszustand, Funktionsweise, verbleibende Lebensdauer von Anlagen und so weiter. In den letzten Jahren sind immer wieder Begriffe wie Predictive Maintenance oder IoT genannt worden, die die bereits bekannteren Begriffe wie Big Data, AI, KI oder Machine Learning im Prinzip ergänzt haben. All diese Begriffe, können Sie auch Buzzwords nennen, spielen wir hier dargestellt im besten Fall auch zusammen und sind miteinander vernetzt. Und einige oder die meisten dieser Anwendungen basieren eben auf vielen, vielen Daten, um daraus Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Prozesse zu erlangen. Und
ganz kurz noch zur Abgrenzung. Immer wenn wir in diesem Vortrag von Daten sprechen, dann meinen wir Kraftwerksdaten, also Zeitreihenmessungen, wie zum Beispiel Volumenströme, Leistungen und so weiter. Können auch binäre Signale sein grundsätzlich, aber eben als Abgrenzung, da wir als Energiebetreiber natürlich auch Kundendaten haben, wir sprechen hier nur von Daten aus dem Kraftwerksbereich. Die erste Schwierigkeit bei der Erhebung von Datenschätzen ist natürlich, die Daten einmal zusammenzubringen und diese bergbar zu machen, wenn man so will. Im Kraftwerksbereich gibt es dazu natürlich, wie man sich vorstellen kann, hohe Anforderungen an die Sicherheit. Das handelt sich um kritische Infrastruktur. Das spielt eine wesentliche Rolle bei der ganzen Thematik. Zusätzlich sind die Kraftwerke oder die Erzeugungsanlagen nicht notwendigerweise am selben Standort, sondern über ganz Wien verteilt. Hier sehen Sie zum Beispiel, was einige von Ihnen vielleicht kennen, die Müllverbrennungsanlage in der Spittelau am Wiener Gürtel. Sie wird verziert durch eine von Friedensreich Hundertwasser designte Fassade und prägt da in dieser Gegend das Stadtbild. Und für die meisten Bewohner ist das eine versteckte Müllverbrennungsanlage, die mitunter gar nicht wissen, was sich hinter dieser Fassade versteckt. Aber neben den geografischen Herausforderungen haben wir eben, wie erwähnt, auch verschiedene Technologien, Müllverbrennungsanlagen, Gasturbinen, Drehrohre und. Und diese Anlagen sind unterschiedlich alt, da im Kraftwerksbereich Lebensdauern von mehreren Jahrzehnten typisch sind. Das heißt, wir haben auch hier eine unterschiedliche Ausgangsbasis, unterschiedliche Standards der Kommunikation, wie diese Daten vorliegen. Und das muss natürlich alles irgendwie harmonisiert werden. Historisch gesehen sind diese Kraftwerksdaten bei uns immer eigentlich der Regelungstechnik vorenthalten gewesen. Natürlich werden sie als Reporting und so weiter verwendet. Aber die Kraftwerksregelung darf auf keinen Fall gefährdet werden durch Datenabgriffe. Das heißt, es gilt quasi eine Read-Only-Policy für uns. Die Daten können nur gelesen werden und es kann nichts zurückgeschrieben werden. Also kein Feedback in die Regelung. Die erste Herausforderung damit eben die Harmonisierung der Datenströme und die zentrale Sammlung in einem Data Lake, was wir in den letzten Jahren geschafft haben. Nachdem eben diese Standards bei uns definiert wurden, konnten wir die verschiedenen Anlagen anschließen, eben wie erwähnt Müllverbrenner, dann haben wir auch noch Wind, Photovoltaik und andere Technologien an weiteren Standorten. Und logischerweise der nächste nicht unwesentliche Schritt, wenn wir schon von kritischer Infrastruktur sprechen und von hohen Sicherheitsanforderungen, ist auch, wie man diese Datenschätze jetzt bergen darf, wer da alles drauf Zugriff hat und so weiter. Also ganz klassische Themen bezüglich der Sicherheit der Daten. Das führt unweigerlich natürlich auch zu einem anderen Thema, das viele von Ihnen wahrscheinlich kennen oder dem Sie in den letzten Jahren begegnet sind. Das ist die Data Governance, also das Regelwerk des Qualitätsstandards, Rollen, Zugriffsmanagement und solche Dinge eben im Umgang mit den Daten festlegt und regelt und für die unterschiedlichen User Rechte und Pflichten, wenn man so will, vorsieht. Heute ist bei Wien Energie eben ein Data Lake mit Zugriffskonzepten für die verschiedenen Gruppen im Unternehmen verfügbar und die verschiedensten Rollen oder Mitarbeiter eben sind dabei, diese Datenschätze zu bergen. Eine bisschen andere Situation ist das bei den Erneuerbaren, bei der PV. Wie wir gesagt haben am Anfang, schließt Wien Energie ungefähr einen Anlagenpark pro Woche, wenn nicht sogar mehr, über ganz Österreich verteilt ans Netz an. Alleine schon durch die Verteilung über ganz Österreich, wie hier plakativ dargestellt, kann eine effiziente Betriebsführung eigentlich nur digital stattfinden. Dazu werden die Leistungsdaten des Solarparks drahtlos übertragen und es gibt auch am Markt einige Unternehmen, die Technologie in diese Richtung anbieten. Bei Wien Energie hat man aber in den letzten Jahren den Schritt gewagt, eigene Entwicklungen einzusetzen, die besser zu unseren Bedürfnissen passen als das, was es am Markt bereits gibt. Und diese Chance haben wir auch genutzt, um
quasi diese Technologien in die Cloud zu bringen, beziehungsweise mit der Cloud zu vernetzen. Und wir haben inzwischen alle unsere PV-Anlagen in die Cloud, in die Azure Cloud migriert. Die Betriebsführung findet über die Azure Cloud im Großen und Ganzen statt, als Schnittstelle. Wir sind sehr zufrieden damit und haben eine Cloud-Lösung geschaffen, wo eine On-Premise-Lösung vielleicht nicht möglich ist oder auch in diesem Fall mitunter gar nicht sinnvoll, und haben es auch so geschafft, zum Beispiel auch natürlich den On-Premise-Data-Lake hier teilweise integrieren, dazu später mehr. Und haben auch wieder eine Zentralisierung von dezentralen Assets in der Cloud erreicht dadurch. Egal aber, ob diese Daten jetzt nun in der Cloud sind oder on-premise, es ist wichtig, ihre Qualität stets zu prüfen und die Verfügbarkeit sicherzustellen natürlich. Neben den technischen Grundlagen dahinter wird ein Teil davon bereits über die Data Governance abgedeckt. Die nächsten Schritte, um aus den Daten aber Schätze zu bergen, sind natürlich Analysen und dann Modelle. Analysen können in verschiedenen Formen stattfinden. Wir haben zum Beispiel auch sehr viel Visualisierung natürlich, wie die meisten. Da findet mal eine grundlegende Analyse der Daten statt. Wir machen das zum Beispiel über Grafana sehr gerne bei uns. Dadurch können wir den laufenden Betrieb der Kraftwerke gut überwachen und haben auch in anderen Bereichen bereits große Erfolge erzielt. Um da ein Beispiel zu nennen, haben wir unseren Einkauf mit mobilen Dashboards ausgestattet, die die Echtzeitüberwachung unserer Ölreserven am Handy ermöglicht. Dadurch war es gezielt möglich, für den Einkauf bedarfsgesteuert und zu guten Konditionen am Markt einzukaufen und trotzdem die gesetzlichen Anforderungen an Mindestfüllstände einzuhalten, was uns sehr viel gebracht hat. Andere Technologien aus diesem Bereich, auf die wir sehr stark setzen, sind zum Beispiel die Power Apps von Microsoft, vor allem Power BI, dass das Berichtswesen bei uns Richtung Self-Service-Capabilities auch wesentlich verbessert hat. So, und der nächste große Schritt, quasi die Königsdisziplin, sind natürlich datengetriebene Modelle, Predictive Maintenance, Machine Learning und so weiter und so fort, oder zum Beispiel auch autonome Assistenzsysteme. Als Beispiel für den letztgenannten Punkt wird meine Kollegin nun Ihnen unsere neuesten Entwicklungen im Bereich der KI-basierten oder teilautonomen und KI-gestützten Assistenzsysteme im Cloud-Bereich bei uns im Kraftwerksbereich vorstellen. Gut, dann möchte ich übergeben an dich, Michaela. Dankeschön, Lukas. Teilst du bitte gleich die nächste Folie? Gerne. Super. Dann auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf jetzt weitermachen ein wenig mit dem Anwendungsbereich und mit, sage ich jetzt einmal, mit der ganzen Theorie hin zur Realisierung und Implementierung bei unseren Kraftwerken weiterführen. Wir haben, wie man hier sieht, zwei sehr große Blöcke in der datengetriebenen, sage ich jetzt mal, Assistenzsysteme und den Einsatz dazu. Und das sind einerseits haben wir links unsere Dashboards-Lösungen, die auch schon mein Kollege angesprochen hat. Wir verwenden sehr viele Dashboards. Man sieht hier Grafana-Dashboards, aber auch Power BI-Dashboards, um unser betriebliches Monitoring, was wir einerseits zwar auf der Leittechnik haben, aber andererseits dieses betriebliche Monitoring zu uns nach Hause zu holen. Da hat uns auch die Corona-Krise sehr viel darüber, sage ich jetzt einmal, gelehrt, dass es nicht immer notwendig sein muss, vor Ort zu sein auf den zentralen Standorten, sondern dass es hier technisch sehr wohl die Möglichkeiten gibt, diese Daten auszukoppeln und auf mobilen Endgeräten, das kann ein Laptop sein, das kann ein Handy sein, das kann ein Tablet sein, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit zu wissen, wie es denn meiner Anlage geht. Das verwende ich selbst auch als Betriebsleiterin der Kraftwerke. Und zwar bekomme ich automatisiert über meine ganzen Dashboards, die wir geschaffen haben, Alarme, wenn sich ein Betriebszustand ändert, sodass ich immer in Echtzeit am aktuellen Stand bin. Das heißt, das hilft wirklich jedem von der Management-Ebene der Geschäftsführung bis hin zum Mitarbeiter, weiß ich einfach zu jeder Zeit, wie es meiner Anlage geht, wie es um meine Betriebsmittel steht.
Auf der rechten Seite haben wir dann etwas ganz anderes. Vielleicht könntest du ganz kurz, glaube ich, zweimal weiterklicken, Lukas, bitte. Ja, genau. Und zwar haben wir hier Computer Vision und Machine Learning. Das ist der andere Teil. Einerseits braucht man einmal links die ganzen Daten. Man muss Daten haben. Ohne Daten kein Machine Learning, kein KI, kein Computer Vision. Und rechts sieht man hier ein Beispiel von einem unserer Projekte. Hier haben wir bei unserer Turbine mit Thermografiekameras Bilder gemacht. Und mit Hilfe von Computer Vision können wir somit automatisiert erkennen, ob ungewünschte Wärmeentwicklungen bei unserer Turbine sind. Und zwar nicht nur unerwünschte Wärmeentwicklungen, sondern wir können das mit den Daten, die wir rechts auf unseren Dashboards haben, also unseren Betriebszuständen, können wir das im Hintergrund mit Machine Learning Modellen einfach miteinander verknüpfen, um zu wissen, sind diese Wärmeentwicklungen, sage ich jetzt mal, nötig, weil wir gerade im Anfang sind, im Abfahren sind, oder sind es sogenannte Anomalien, die ich detektieren muss, um ungeplante Störfälle, ungeplante Schnittstellen in Richtung Predictive Maintenance zu vermeiden. Da möchte ich gerne auf die nächste Folie gleich weiterspringen. Und hier haben wir so ein Assistenzsystem, und zwar ist das unser Energy Dog. Unser Energy Dog ist ein autonomes Assistenzsystem für Rundgänger im Kraftwerk Simmering. Das Kraftwerk Simmering ist Österreichs größtes Kraftwerk. Wir haben links ein Foto von unserem Hund. Das ist der sogenannte Energy Dog, der aktuell bei uns autonome Rundgänge im Kraftwerksbereich erledigt. Warum er das macht und wen er dabei unterstützt, zu dem komme ich später. Zuerst ein paar Hard Facts zum Kraftwerk Simmering. Das Kraftwerk Simmering selbst, wir führen dieses Projekt auf unserem Block 1 durch. Wir haben mehrere Blöcke auf diesem Standort. Es ist eine der modernsten Anlagen in Österreichs. Wir produzieren nicht nur Strom, sondern auch Fernwärme. Das heißt, hier haben wir für 300.000 Haushalte erzeugen wir Fernwärme und für 800.000 Haushalte und 7.000 Business. 2009 wurde die Anlage komplett repowered, um noch einmal den Wirkungsgrad und die Effizienz dieser Anlage zu heben. In Summe, für all jene, die etwas, sage ich mal, mit den physikalischen Größen anfangen können, haben wir nur auf Block 1, das ist nicht das ganze Kraftwerk Simmering, sondern wirklich nur auf Block 1, wo unser Energy Dog im Einsatz ist, haben wir eine Leistung, installierte Leistung von 800 Megawatt elektrisch und 500 Megawatt thermisch. Das heißt, man sieht schon, das ist ein sehr wichtiger Block. Und man sieht auch schon, wenn dieser Block ausfallen würde oder ungeplant steht, würde es zu sehr großen Problemen in Wien kommen, was die Versorgung, die Versorgungssicherheit der Stadt betrifft. Und genau aus dem Grund haben wir uns Energy Dog als Hilfe geholt. Bis zur nächsten Folie. Genau. Was ist die Problemstellung? Warum haben wir unseren Energy Dog geholt? Das Ganze ist ein Assistenzsystem für Mitarbeiter und zwar konkret für die Funktion des Rundgehers. Der Rundgeher ist bei uns im Kraftwerk eine Person, der, wie der Name schon sagt, Runden geht. Warum macht er das? Er kontrolliert permanent 24/7, wie es der Anlage geht. Ist die Anlage, sage ich jetzt einmal, in einem guten Betriebszustand? Gibt es wohl Leckagen, ungewünschte Wärmeentwicklungen? Wie geht es den Aggregaten, den Pumpen, die Ölstandsgläser? Bedeutet, der Kollege, die Kollegin checkt draußen in der Anlage selbst, ob alles ordnungsgemäß, sicher und betrieblich zufriedenstellend ist, sodass wir unsere Anlage konform betreiben können. Gesetzlich vorgeschrieben ist allerdings nur ein verpflichtender Rundgang innerhalb von 24 Stunden durch eine geprüfte Person, durch einen Betriebswärter, Kesselwärter. Allerdings sind wir bei der Wien Energie, sage ich mal, haben wir doch ganz andere Qualitätsansprüche an unsere Anlagen. Daher machen wir auch jetzt deutlich mehr als einen 24 Stunden. Wir machen auch jetzt mehrere Rundgänge täglich. Leider haben wir in den nächsten Jahren allerdings aufgrund des demografischen Wandels, sage ich jetzt mal, haben wir sehr, sehr viele pensionsbedingte Abgänge in den nächsten Jahren, was dazu führt, dass sehr, sehr viele gute Mitarbeiter, gute Rundgänger, Mitarbeiter, die in die Anlage gehen und alleine durch ihre Sinne sehen, riechen, hören, erkennen, ist die Anlage im Normalbetrieb oder ist eine Anomalie vorhanden.
Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie diese Anlage tagtäglich begehen, das ist genauso wie beim Autofahren. Wenn ich mich in mein Auto setze, merke ich sofort, da hört sich etwas komisch an, da fühlt sich etwas komisch an. Genauso ist es mit der Funktion Rundgehr. Die Kollegen sehen durch ihr Expertenwissen einfach, ist hier eine Anomalie oder ist es der Normalzustand? Unser Energy Dog soll diesem, sage ich jetzt mal, pensionsbedingten Abgang und damit verbundenen Wissensverlust ein wenig entgegenwirken. Und so können wir das Wissen digitalisieren und unseren Mitarbeitern in Zukunft helfen. Das heißt, wir können einfach unsere Mitarbeiter, die uns bleiben, effizienter einsetzen und Energy Dog kann gewisse Runden autonom abgehen und den Mitarbeitern zur Hilfe eilen. Weiters ist auch eine wichtige Komponente, was Sicherheitsthemen betrifft. Wenn wir beispielsweise einen Frischdampfaustritt haben oder eine andere gefährliche Situation, die detektiert wird, muss nicht automatisch ein Mitarbeiter in die Anlage gehen. Wir können von der Ferne unseren autonomen Rundgänger, den Energy Dog, auf Handbetrieb nehmen und zur, sage ich jetzt mal, Störstelle einfach lenken und durch seine Sensorik sehen, riechen, hören, auf das kommen wir später noch, können wir sofort erkennen, wo ist die Leckage und was für eine Leckage handelt es sich, können Maßnahmen ableiten, Sicherheitsvorkehrungen treffen, bevor schlussendlich wirklich ein Mitarbeiter die Gefahrenstelle betreten muss. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Folie. Nicht nur die bevorstehende, sag ich mal, Pensionierungswelle ist hier ein Ziel, sondern natürlich auch Automatisierung, Digitalisierungsgraderhöhung und zwar mit datengetriebenen Modellen. Jetzt haben wir sehr viel über den Energy Dog, über das Projekt da gehört, aber es muss ja auch irgendwie funktionieren. Und wie funktioniert das? Daten, Daten, Daten. Daten sammeln, Daten analysieren, Daten trainieren, Modelle generieren. Und dann haben wir natürlich unsere Hauptziele neben der Arbeitssicherheit, Automatisierung, natürlich auch eine Kosteneinsparung und zwar, dass wir ungeplante Stillstände vermeiden. Sie müssen sich vorstellen, wenn unser Energy Dog seine Runden geht, kann er ungeplante Stillstände oder sich anbahnende, sage ich jetzt mal, Stillstände und Leckagen frühzeitig detektieren, was wiederum zu einem geplanten Stillstand führt. Und ein geplanter Stillstand ist immer kosteneffizienter wie ein ungeplanter plötzlicher Stillstand. Und natürlich die Qualität bei uns in den Anlagen muss immer gleich bleiben. Jetzt bitte zur nächsten Folie, zu den technischen Methoden, die wir hier einsetzen. Ganz wichtig ist natürlich die IT-Infrastruktur, die wir hier verwenden. Das heißt, wie mein Kollege vorhin schon gesagt hat, verwenden wir auch hier die Azure Cloud. Das heißt, wir haben eine komplette Data Pipeline aufgebaut. Unser autonomer Rundgeher, unser Boston Dynamics Spot, der schlussendlich ist, geht autonom eine Runde im Kraftwerk Simmering, sendet diese Daten, die er da wahrnimmt, durch seine Sensorik an die Azure Cloud. Parallel bekommt die Azure Cloud aber auch alle Kraftwerksdaten, alle maschinell generierten Daten von Pumpen, von Betriebszuständen und von anderen, sage ich jetzt einmal, relevanten Daten und kann diese im Hintergrund vergleichen, seine Machine Learning Modelle in der Cloud berechnen, seine Bilderkennungsalgorithmen im Hintergrund in der Azure Cloud validieren. Und danach in einem Dashboard, das heißt, wir haben hier auch eine Dashboard-Entwicklung, kann er das auf der zentralen Warte anzeigen mit einem Alarmierungssystem. Bedeutet, wir haben hier eine datengetriebene Modellierung mit verschiedenen Betriebszuständen. Unser Hund läuft jetzt, sage ich einmal, in der Anlage herum, trainiert sein Modell, bekommt immer wieder neue Daten, er hat die Modelle im Hintergrund, er weiß immer, auf welcher Mission er sich befindet, auf welchem Rundgang, evaluiert und nachher gibt es zwei Action-Levels. Entweder alles ist klug, alles ist grün, alles ist gut, das heißt, er geht einfach seine Runde ganz normal weiter oder wir verfolgen den roten Pfad, es wurde eine Anomalie erkannt. Wir sehen das da im Bild, das eine rote Ei, sage ich mal, unter den ganzen weißen. Was macht er dann? Er setzt sofort eine Meldung ab und nicht nur eine Meldung, er setzt eine Meldung auf der Warte ab und gibt auch sofort an, wo ist das Ganze, wo befindet er sich in der Anlage, welches Aggregat ist betroffen, welche Unique ID haben wir hier, welche Pumpe betrifft es, welche Turbine betrifft es und so weiter. Das heißt, er setzt nicht nur eine Meldung ab mit Anomalie erkannt, er gibt auch schon alle weiteren Infos wie Temperatur überschritten, unerwünschte Temperatursteigerungen, Mediumsaustritt, er gibt auch schon bekannt, was er genau gefunden hat. Dann kann wieder unser Mitarbeiter den Hund auf Handbetrieb nehmen,
sich das Ganze durch die Augen von unserem Energy Dog ansehen, um jemanden vor Ort zu schicken, beziehungsweise vor bereits Maßnahmen zu treffen und auch das Gefahrenpotenzial zu eruieren. Wenn wir jetzt auf die nächste Folie, auf die technischen Lösungen gehen, sehen wir hier wieder, was passiert. Wir haben eine Datenübertragung in Echtzeit. Das ist etwas, was, sage ich jetzt einmal, auch nicht standardmäßig so einfach realisierbar ist, weil natürlich hat man überall Latenzzeiten. Allerdings haben wir es geschafft, in diesem Projekt und in der gesamten Dateninfrastruktur, die mein Kollege vorhin schon erwähnt hat, alle unsere Daten in Echtzeit in die Azure Cloud zu übermitteln, auf die Dashboards zu übermitteln. Unser Boston Dynamics Bot kann sehen, riechen und hören. Er hat eine normale Kamera, aber auch eine Thermografiekamera. Er hat einen Multigas-Detektor, das heißt, er riecht beispielsweise unerwünschte Ammoniak, Austritte in der Luft und andere, sage ich jetzt mal, sicherheitsrelevante Gase. Und er kann hören. Wir können ihm genauso Modelle anlernen auf Motorengeräusche, Pumpgeräusche. Das heißt, er lernt im Hintergrund, wie muss ich diese Pumpe im Normalbetrieb anhören. Und er lernt parallel, wie hört sie sich an mit einem Lagerschaden beispielsweise, sodass er auch hier automatisch eine Meldung abgeben kann. Parallel bekommt er immer wieder die Anlagendaten aus der Messtechnik, aus der Leittechnik und natürlich den Anlagenzustand. Sie müssen sich vorstellen, es ist doch ein anderes Geräusch, wenn wir beispielsweise in reiner Stromproduktion fahren oder im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb, wenn wir die Anlage abfahren, wenn wir sie anfahren, wenn wir Lasten reduzieren müssen. Immer hört es sich anders an, immer haben wir andere, sag ich mal, Stationen offen, bedeutet, manchmal sind hier Wärmeentwicklungen, die normal sind. In einem anderen Betriebszustand sind diese allerdings nicht normal. Das heißt, auch das muss er immer wieder im Hintergrund auf seiner Mission im Kopf haben. Als Infrastruktur verwenden wir einerseits ganz normales Mobilfunknetz. Das heißt, der Hund hängt bei uns im Wiener Stadtwerk, im Wien-Energienetzwerk drinnen. Und wir verwenden die MS Asia Cloud. Liegt auch daran, dass wir bei uns im Konzern ganz stark auf Office 365 setzen und all das miteinander natürlich sehr einfach verkoppelt eigenen Stadtwerke potenziell verwenden wir Machine Learning, Computer Vision, um die hier gewonnenen Daten zu analysieren. Weiters kann unser Boston Dynamics Bot autonome Rundgänge gehen. Bedeutet, er geht nicht immer, wenn wir ihn manuell antriggern, sondern er geht entweder mit einer Zeitschaltuhr oder einfach immer wieder in Dauerschleife. Das heißt, er hat vordefinierte Missionen, vordefinierte Rundgänge und die kann er gehen. Er ist mit den Kraftwerksbegebenheiten bestens vertraut. Das heißt, er weiß immer, wo er ist. Er kann Stufen gehen. Er weicht unerwünschten Hindernissen einfach aus und berechnet sich die nächstmögliche Trajektorie und geht somit einfach seine Runden. Wir können ihm beliebig viele Runden eintrainieren mit gewissen Points of Interest, wo er dann eben diese speziellen Punkte genauer beleuchtet. Und wir haben interaktive Dashboards. Was bedeutet interaktiv? Unser Hund braucht Feedback. Bedeutet, wenn er jetzt eine Runde in der Anlage geht, und er gibt eine Anomalie aus, muss ihm jemand sagen, ja, das war eine Anomalie oder nein, das war keine Anomalie, sodass es seine datengetriebenen Modelle im Hintergrund immer wieder verbessern kann, immer wieder dazu lernen kann, dass er beispielsweise auch weiß, er gibt eine Meldung und wir sagen nein, Grundrevision beispielsweise, dass er sich das auch merkt, okay, das nächste Mal, wenn ich an dieser Stelle vorbeigehe, befinde ich mich noch immer in der Revision, ich habe diesen Zeitraum, bedeutet, diese Meldung muss ich nicht mehr abgeben. Das heißt, er lernt selbstständig und kann diese Informationen, die ihm über die Dashboards mitgegeben werden, auch weiterhin verarbeiten. Genau, wenn wir zur nächsten Folie weitergehen, haben wir noch eine kleine Demonstration Fakten von unserem Energy Dog. Das Ganze ist ein Video und ich würde dich bitten, Lukas, dass du kurz auf Play drückst. Genau. Thank you.
Genau. Und jetzt sind wir auch schon bei unserer Zusammenfassung angelangt. Und zwar, was haben wir, sage ich jetzt mal, in der Präsentation auch über die Windenergie gesehen? Und zwar ganz eine wichtige Message, die wir hier mitgeben möchten, sind: Daten sind ein Schatz. Und zwar ein Schatz von Ihrem Unternehmen, von unserem Unternehmen. Und diese Daten muss man sammeln, man muss sie analysieren, verstehen, um sie danach in mathematische Modelle übersetzen zu können, um mit diesen Modellen in Zukunft arbeiten zu können. Und zwar als Entscheidungshilfe und Grundlage. Sagen wir mal, Zahlen, Daten, Fakten, Modelle lügen nicht. Aber es liegt immer daran, wie gut man die Modelle trainiert, wie die Datengrundlage ist. Das heißt, man darf jetzt nicht jedem Modell alles glauben. Man muss es immer verstehen und natürlich kritisch hinterfragen. Der nächste Punkt, die nächste Message bei uns ist natürlich, auf was Wien Energie setzt. Wir setzen vor allem auf Office 365, auf Power BI, Power Automate, Grafana. Auf alle diese Dinge setzen wir out of the box. Die stehen uns bei uns im Unternehmen zur Verfügung und mit diesen Produkten müssen, dürfen und können wir arbeiten. Aber all das kann nur dann funktionieren, wenn wir diesen Data Lake haben, wenn wir diesen Datenschatz gesammelt haben, wenn wir ihn analysiert haben und auch verstanden haben. Denn all diese Tools visualisieren sehr schnell und sehr schön irgendetwas, aber man muss auch hier immer aufpassen, wem gebe ich ein Dashboard, wann gebe ich ein Dashboard aus der Hand, was sagt dieses Dashboard aus, was soll es denn aussagen? Denn sonst kommt man sehr oft auch natürlich in Problemsituationen, weil man mit diesen, sage ich jetzt einmal, guten Tools sehr schnell irgendetwas visualisieren kann. Das heißt, auch hier bitte nicht nur auf Tools setzen, immer kritisch hinterfragen, gerade wenn man mit Daten arbeitet, nicht blind etwas zusammenklicken, sondern sich wirklich immer Experten holen, und zwar Experten, die diese Daten auch verstehen. Und der letzte Punkt, den wir hier mitgeben, ist natürlich auch immer: Wenn man innovativ ist und der Zeit ein wenig voraus ist, kann man auch sehr gute Erfolge generieren. Und das sehen wir bei unserem Energy Dog. Das ist der erste Hund bzw. Roboter, Hund und Boston Dynamics Spot seiner Art in Europa, der in der Energiebranche in einem Kraftwerk wirklich produktiv im Einsatz ist und für uns wirklich schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, auch wenn man vielleicht oftmals belächelt wird für eine Idee, vielleicht trotzdem daran festhalten, ausprobieren, Proof of Concepts zu machen, Vorprojekte zu machen und wirklich mit den Daten, die ihnen das eigene Unternehmen eigentlich vor die Füße liegt, arbeiten und diese Daten wirklich in super coole Projekte umwandeln. Und ich glaube, das ist ja auch die Main Message von unserem Vortrag: Daten verarbeiten und das nutzen, was man hat. Und in diesem Sinne, glaube ich, darf ich auch im Namen von meinem Kollegen Danke sagen. Und ja, falls es Fragen gibt, gerne. Vielen Dank Ihnen beiden für den spannenden Vortrag. Ich weiß, im Moment gibt es noch keine Fragen. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Tools, wenn Sie Fragen haben. Ich hätte eine, und zwar hatten Sie erwähnt, dass Sie den Robodoc auch dafür einsetzen, quasi wegfallende Fachkräfte zu ersetzen. Und das... Entschuldigung, ich unterbreche. Wir ersetzen niemanden. Wir helfen und wollen den Wissensverlust vorbeugen. Genau. Das ist ein Unterschied. Ja, aber trotzdem, wenn er solche Kompetenzen wie Riechen, Sehen, was kann er noch, es hat, kann ich mir vorstellen, dass es da Trust-Issues gibt. Man sagt, ich kann zwar intellektuell nachvollziehen, dass der Hund das alles kann, aber so menschliche Kompetenzen, wie ist also Ihr Feedback, was Sie da kriegen, dass die Leute sagen, wir akzeptieren das, was da quasi an Ergebnissen kommt? Sehr gut. Ich glaube, das ist immer nur eine Frage der Kommunikation, der Involvierung der Mitarbeiter in Projekte. Und bevor wir das Projekt gestartet haben, haben wir ein ganzes Jahr lang nur an Change Management gearbeitet, um die Leute abzuholen, mit diesem Projekt vertraut zu machen, und haben auch die operativen Mitarbeiter ganz stark in dem Projekt involviert. Denn unser Roboterhund ist nur so gut wie die Daten, die wir ihn füttern. Und diese Daten bekommen wir von den Experten und von den Mitarbeitern. Was bedeutet, wenn die Mitarbeiter uns nichts sagen, wird der Hund immer in der Ecke liegen und nichts erkennen können. Das heißt, hier braucht es einfach sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr, sehr viel mit den Mitarbeitern und Verständnis, dass unser Energy Dog
kein Mitarbeiter ist, sondern ein Assistenzsystem. Und das wird er immer bleiben. Er hilft und unterstützt, weil wir einfach leider sehr viele Experten aufgrund der Demografie verlieren werden. Und dem müssen wir vorbeugen und uns irgendwie behilflich machen. Wir haben ja eine Frage aus dem Zuschauerraum. Und zwar, was war die größte Herausforderung in der Kommunikation mit dem Energy Dog? Sicher die Akzeptanz. Also es war sicher die Akzeptanz, weil natürlich immer auch, was Sie schon gesagt haben am Anfang, sehr oft kommt, na, der wird uns mal ersetzen. Und da muss man wirklich sehr, sehr sensibel mit den Kollegen arbeiten, dass das nicht so ist. Er kann nicht die Peripherie wahrnehmen, er kann nur das, was wir ihm lernen, und zwar das sind Points of Interest. Das bedeutet, man muss wirklich ganz sensibel damit umgehen. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge auch in der Kommunikation war, helft zu uns, macht's mit bei dem Projekt. Ohne euch wird das Projekt ein Flop. Und das ist einfach eine Werbung für uns als Standort. Je besser das funktioniert, desto besser und desto leichter wird auch eure Arbeit in Zukunft sein, gerade was Arbeitssicherheit betrifft. Und was den Mitarbeitern natürlich extrem gefallen hat, war die Thermografiekamera, die er drauf hat, weil das hat kein Mensch. Ich kann jetzt nicht zu einem Rohr gehen und die Temperatur visuell messen. Das hat natürlich sehr, sehr geholfen. Das taugt den Mitarbeitern. Und wir haben auch alles von den Mitarbeitern ausarbeiten lassen. Bedeutet, der Rundgang ist von den Mitarbeitern ausgearbeitet worden. Die Points of Interest sind von den Mitarbeitern ausgearbeitet worden. Auf was er schauen muss, wie die Intervalle sind. Also all das ist eigentlich von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter. Und was in der Kommunikation sehr geholfen hat, ist auch die Namensgebung, sage ich jetzt einmal für den Energy Dog. Wir hatten da eine Wahlurne 3 Wochen lang bei uns auf der zentralen Warte stehen, weil der Name muss von den Mitarbeitern kommen, dass ich das Produkt schlussendlich auch identifizieren kann. So, wir haben hier noch 2 Fragen. Die eine schließt direkt an. Können sich die Mitarbeitenden jetzt schon das Leben ohne den Energy Dog vorstellen oder geht das nicht mehr? Doch, natürlich können sie sich vorstellen. Aber sie sind schon sehr froh, dass wir ihn im Einsatz haben, weil er natürlich nicht nur autonom geht, sondern wir noch immer auf Handbetrieb nehmen können. Bedeutet, wir hatten das letzte Mal bei einer Nebenanlage bei uns, hat es einmal komisch gerochen. Dann kommen die Mitarbeiter sofort und fragen dann, können wir uns kurz den Hund ausborgen, damit sie eben von sicherer Entfernung einfach mit dem Hund hin navigieren können, um mit den Multigasdetektoren zu eruieren, von wo kommt der unerwünschte Geruch und was ist das für ein unerwünschter Geruch. Und es gibt immer Mitarbeiter, die Themen, sage ich jetzt mal, wir haben alleine in der Schicht über 100 Mitarbeiter, die dem Ganzen offener und positiver gegenüber gestimmt sind als andere Mitarbeiter. Aber diese kritische Masse wird man immer haben und wenn man die überzeugt, dann können auch die sich das Leben nicht mehr ohne ihn vorstellen. Und nochmal zur Übersicht, wie lange läuft er jetzt effektiv schon im Kraftwerk, der Hund? Er befindet sich jetzt noch im Trainingsmodus, bedeutet, wir haben ihn seit Sommer 2021 und produktiv wird er im Frühling 2023 eingesetzt werden. Er geht jetzt aber schon Tag für Tag seine Runden, seit März circa, sammelt er Daten auf seinen autonomen Rundgängen. Okay, wunderbar. Da wir schon ein bisschen über der Zeit sind, würde ich sagen, wenn Sie noch weitere Fragen an die beiden haben, versuchen Sie das über die App oder über andere Netzwerke loszuwerden. Ich hoffe, da kommt eine Antwort. Ansonsten würde ich mich nochmal für den Vortrag bedanken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass der Energy Dog auch in Zukunft gut angenommen wird und da Erfolge bringt. Und vielen Dank, dass Sie hier waren und noch einen schönen Tag. Danke, ebenso. Danke, gleichfalls. So, ich schieße Sie einmal zurück in den Zuschauerraum, nicht beleidigt sein. Und unser nächster Sprecher ist Dirk Jung. Er ist Senior Sales Engineer bei Snowflake und ich befördere ihn einmal zum Diskussionsteilnehmer. So, das ging fix. Er ist schon hier. Er müsste in der Lage sein, seine Kamera einzuschalten und sein Mikrofon. Kann man nicht hören. Perfekt. Wunderbar. Ich muss einmal die Aufzeichnung stoppen und wieder anfangen. Sie können schon mal beginnen, Ihren Bildschirm zu teilen und sich einzurichten in Ihrem Werkpanorama.